Hallo Leute, heute in Physik in 5 Minuten die Reibungskraft. Und wie ist diese Reibungskraft definiert? Also die sieht so aus, Fr ist F normal mal μ. Und dieses μ ist dieser, ja, dieser Koeffizient. Den kann man sich noch unterteilen. Zum Beispiel, also gibt es einmal diese Reibkraft, was weiß ich, wenn ich jetzt hier auf meinem Untergrund hier so einen Block habe, der ist in Stillstand und ich will den bewegen, dann habe ich hier eine Haftreibung, weil der noch steht, und dann hat man hier eine Haftreibung. Das heißt zum Beispiel von Stahl auf Stahl, also beide Körper sind Stahl, Unterflächen, das ist Stahl, das ist hier der Haftreibungskoeffizient, wir hier bei 0,15. Wenn der sich dann mal bewegt, also ich ziehe hier mein Fädel hier und der bewegt sich dann, dann habe ich so eine Gleitreibung. Und die ist bei Stahl auf Stahl, also das ist Haft. Und dann gibt es Gleitreibung. Gleitreibung. So, Gleitreibung auch wieder von Stahl auf Stahl. Ist dann bei 0,10, also die wird dann kleiner. Kann sich vorstellen, wenn man das Hindernis überwunden ist, und dann rutscht er schön. Nach einem ganzen Anfang gibt es hier diese Haftreibung, und dann geht die über in Gleitreibung. Ja, und die kann ich berechnen. Hier, das hier sind meine μ-Koeffizienten. Muss ich unterscheiden, Haftreibung, Gleitreibung, Rollreibung gibt es übrigens auch noch. Rollreibung. Beispiel hier Auto, Reifen auf Asphalt, der sich hier rollt oder sowas. Und Untergrund. So, und die muss ich berechnen, indem ich hier mein Fn. Was ist mein Fn? Fn ist meine Normalkraft. Also diese Kraft, die hier angreift, und zwar immer senkrecht. Immer hier senkrecht zum Erdmittelpunkt. Also beziehungsweise, oder sage ich es mal so, Fn ist diese Kraft, die senkrecht zur Auflagefläche ist. So kann man sich's vorstellen, weil wenn ihr zum Beispiel hier sowas habt, schiefe Ebene, Geschichtchen, dann ist euer Fn die Kraft, die senkrecht hier zur Auflagefläche ist. Euer Fn, Fg wäre hier so runter, dann könnt ihr das so rausrechnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Da gibt es auch schon anderes Winter zu schieben Ebene. Gut, also wie schon gesagt, so könnt ihr die Normalkraft berechnen. Hier, wenn es senkrecht ist, ist es die Gravitationskraft. Also da kann man sagen, ist es Fg mal μ oder m mal g mal μ ist eure Reibungskraft. Wenn es so ist wie hier auf dem Tisch, also liegt genau senkrecht da drauf, ist ein flacher Tisch, ist alles sauber mit der Wasserwaage gemacht, dann kann man hier diese Formel m Masse mal Gravitation mal μ berechnen. Masse ist die Masse des Blocks, Gravitation ist die Konstante 9,81 Newton durch Kilogramm mal, was weiß ich, 0,15 zum Beispiel. Mit Masse habe ich 1 Kilo. Ja, und dann kann ich mir meine Reibkraft hier sogar mal ausrechnen. Das wäre 0,81 mal 0,15, habe ich hier 1,47 Newton ist hier meine Reibkraft. Ja, in dieser Block hier zum Beispiel 1 Kilo schwer wäre bei der Haftreibung dieser Wert. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch zur näher in diese Reibungskraft hineingebracht. Ich wünsche noch einen schönen Tag, euer Physik in 5 Minuten.